Wir sind jetzt hier bei Killini Beach, beim Olympic Imperial Hotel, wo wir gestern schon waren. Habt ihr ein Video kurz gemacht. Gestern ging es ja um die Festung, um das Castro, was ja nicht geklappt hat wegen der Drohne, bla 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 bla. Und jetzt sind wir wieder hier auf Empfehlung von dem Mädchen, dass ihr die Liegen vermietet hier für das Hotel. Und wo wir auch euch auch gezeigt haben, dass man da hier campen kann. Da zum Beispiel sind ja auch ein paar Wildcamper da links. Da kann man auch essen da drin, da ist noch Toiletten. Also ich denke mal, das haben sie. Und Spielplatz ist auch noch für kleine Kiddies. Und wenn du jetzt mal nach vorne schwenkst, dann sehen wir gleich, da vorne ist das Meer. Und auf der rechten und linken Seite kann man jeweils mit seinem Camper stehen. So, da vorne ist das Meer, erstmal das Meer. Und jetzt schwenk nochmal da links. Die haben wir gestern schon gesehen, die drei. Die sind altbekannt. Und hier rechts stand gestern noch einer, der ist schon weg. Einer ist noch. Einer ist noch, genau, der war auch gestern. Hinter der Kamera, weil Perry nämlich genau dort hinten ist, im Wasser, das Meer anchecken. Ja, wir sind hier am Olympia Resort in Killini Beach und zeigen euch mal, wie schön das hier ist. Da hinten, da schnorchelt Perry gerade. Das sind deutsche Touris. Soll ich? Ja. So, da sind deutsche Touris. Ja, sehr lustig. Naja, klar gibt es hier Deutsche. Sag mal, Griechenland ist ja jetzt nicht nur unbedingt für alle anderen Länder ein beliebtes Reiseland, sondern für natürlich die Deutschen auch, ja, schon sehr lange sogar. Und deswegen trifft man sich hier auch. Ja, es war mal ein lustiger Geselle. Freut mich. Es gab jetzt einen kleinen Zwischenfall, also was die Tanja betrifft. Eine Qualle hat sie gestriffen, es brennt, aber nicht so arg. Gott sei Dank, die wird auch schnell hier geholfen. Hier das sehr freundliche Hotelpersonal hat auch gleich reagiert und ja, gesagt, was man machen muss, hat aber auch gleich eine Kortisonsalbe besorgt für die Tanja und die hat sie sich jetzt draufgerieben. Normalerweise sollte man drauf Pipi pinkeln, Pipi sagt schon, pinkeln oder Pipi ist das Gleiche. Und ja, ist noch ein bisschen rot, aber ich habe mich jetzt einfach mal schlau gemacht, informiert für euch auch von der Griechenland-Zeitung. Ist ein Zeitungsartikel von 2022, also von Juni, nee, Mai letzten Jahres, weil die Gewässer hier, das Ionische Meer, auch im Ägäischen Meer hat man schon welche gesehen, aber es hat so an der Adria angefangen, ist runter bis ins Ionische, leider auch Sakynthos, leider auch hier Peloponneso. Ja, die ganze Küste eigentlich entlang. Ich konnte den Artikel jetzt nicht komplett lesen, weil es auch ein bisschen sehr hell ist und auf dem iPhone, das wird dann irgendwann dunkel. Ich möchte nur euch dafür sensibilisieren, dass ihr da ein bisschen aufpasst, was die Quallen betrifft. Normalerweise brennt das nur, ist sehr unangenehm, aber da passiert auch nicht viel. Aber es gibt Menschen auch, die einen allergischen Schock davon tragen können. Und ja, davor möchten wir euch einfach mal ja, schützen, sensibilisieren, dass es hier das leider gibt. Der Titel war auch von der Griechenland-Zeitung gekommen, um zu bleiben. Das hoffe ich jetzt nicht, dass diese blöden Quallen bleiben, aber die kenne ich auch. Also jetzt hier nicht, sondern eher aus Nordgriechenland. Da waren sie mir bekannt. Aber das ist auch kein Beinbruch. Ist auch kein Grund, nicht mehr ins Meer zu gehen, sondern einfach gucken und ja, ein bisschen links und rechts schauen, wo man gerade schwimmt. Und ja, einfach gucken, dass da keine Quallen schwimmen. In Deutschland übrigens haben wir die auch. Da haben wir die durchsichtigen, also komplett durchsichtigen. Hier sind sie so schimmernd lila. Und die komplett durchsichtigen sind aber in Deutschland, zum Beispiel in der Nord- und Ostsee, sind komplett
harmlos. So, das war jetzt das dazu. Ich wollte euch jetzt aber auch das Bein, und das wollte auch Tanja nicht, wollte ich jetzt nicht zeigen. War jetzt aber auch nicht so schlimm. Aber das haben wir jetzt mal schön sein lassen. Und ja, ich werde jetzt noch einmal die Drohne fliegen lassen. Die wird jetzt gestartet. Da hinten. Ich hoffe, ihr konntet es sehen. Ich habe die Kamera einfach nur so jetzt gedreht. Ja, stehen Camper. Da auch. Und ich werde jetzt einfach die Drohne steigen lassen. Mit einer schönen Hintergrundmusik für euch. Soweit wäre das Video jetzt. Patras Shopping. Schwimmen hier am schönen Strand, beziehungsweise auch hier den Hotspot. Ich verlinke euch alles natürlich nochmal in die Infobox, wo ihr genau das hier finden könnt. Dürft nicht vergessen, wir haben jetzt Mai, Ende Mai, Anfang Juni, also beziehungsweise immer noch Ende Mai, Anfang Juni sieht es hier noch so aus. Ich weiß nicht, wie es dann aussieht, so Mitte Juni, Ende Juni, wenn dann hier alles losgeht, weil ich kann mich noch daran erinnern, letztes Jahr im August war hier alles voll. Hier standen keine Camper, aber weiter drüben, also weiter da hinten schon, aber nur zwei, aber hier glaube ich ist es jetzt nur so, weil es jetzt gerade komplett ruhig ist. Aber das kann sich auch schnell ändern. Trotzdem werde ich euch den Place hier verlinken, beziehungsweise die Info geben, wo es genau ist. Und ja, ich werde jetzt einfach die Drohne jetzt steigen lassen. Wie gesagt, untermal das mit einer schönen Hintergrundmusik. Das Video wäre dann soweit zu Ende von meiner Seite aus. Und ja, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, damit ihr auch gar kein Video mehr verpasst von uns Camperfreaks. Und ihr wisst ja, ihr seid auch Camperfreaks. Und ja, ansonsten habt viel Spaß und ja, bis zum nächsten Video. Bye, bye.